Ja, im Moment sind wir bei Auroprint dabei, die alten technischen Anlagen, also die ganzen Kabelbäume, Leitungen und alles das, was wir für den zukünftigen Bauhof der Stadt Bamberg nicht brauchen, zu demontieren. Im zweiten Schritt, und das ist heute losgegangen, werden Trennwände rausgerissen. In ungefähr 3 Wochen gehen dann auch etwas schwerere Abbrucharbeiten los von massiveren Trennwänden. Wir wollen mit dem gesamten Rückbau ungefähr in 6 bis 7 Wochen fertig sein. Und dann geht der Innenausbau voran mit der Zielrichtung, dass wir Ende erstes Quartal 2024 dann den sanierten Betriebshof an die Stadt Bernburg übergeben wollen. Ja, man darf die Größenordnung des momentanen Betriebshofes der Stadt nicht unterschätzen. Das Grundstück, was bisher von der Stadt genutzt wird, hat 1 Hektar. So, hier liegen wir bei 1,3 Hektar. Benötigt werden ungefähr 2.500 Quadratmeter Hallenfläche. Das können wir 1:1 in dem Objekt umsetzen. Und hier wird praktisch alles untergebracht, von der Maschinentechnik angefangen, bis über die Fahrzeuge, Verkehrsschilder etc. Also alles das, was im bisherigen Betriebshof in Roschwitz auch eingelagert ist.